Die meisten Menschen haben eine Angst vor Spritzen, nicht immer unbegründet. Die Technik und die sicheren Orte der verschiedenen Injektionen werden zwar dem medizinischen Personal in den Schulen mehr oder weniger gut beigebracht. Die Praxis zeigt jedoch, dass es sehr große individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Behandlern gibt. Insbesondere in Deutschland habe ich mich darüber sehr gewundert. Ich und meine Frau waren für unsere schmerzfreie Injektionstechnik von unseren Patientinnen immer gelobt und bewundert. Das war unsere beste Reklame. Einige unserer Patienten haben nur deswegen durch die Mund-zu-Mund-Propaganda unsere Praxis aufgesucht. Als ich andere Ärzte und Krankenschwestern beim Injizieren beobachtete, war ich nicht selten von ihrer Injektionstechnik erschüttert und wunderte mich nicht, warum unsere Patienten uns so lobten. Ich wusste nämlich sofort, noch bevor sie zustachen, dass es den Patienten schmerzen würde. Bei einer näheren Analyse kann man insgesamt 10 einfache Handhabungen erkennen, die man überraschenderweise auch falsch machen kann. Bei der Einbeziehung von einigen Unterpunkten kann man sogar von 17 Grundfehlern sprechen. Einige Fehler sind so banal und selbstverständlich, dass ich spontane Zweifel an der natürlichen Intelligenz und Empathie der ausübenden Person aufdringen. Andererseits sah ich auch typische Kunstfehler dabei, die entweder über die überaus schlechte Qualität der Ausbilder oder über die Fahrlässigkeit des medizinischen Personals zeugten. Die Hauptfehler betreffen die fehlende psychologische Vorbereitung des normalerweise immer etwas ängstlichen Patienten, die nicht immer richtige Wahl des Ortes, des Einstiches, die oberflächliche Art des Desinfizierens, die kühle Temperatur der injizierten Substanz, zwei Arten des schmerzverursachenden Einstichs, die problematische Tiefe des Einstichs, die ungenügende Hautfalte, den fehlenden ablenkenden Hautimpuls, die viel zu schnelle Art des Injizierens des Medikaments sowie die oberflächliche Art des Blutstillens danach. Beginnen wir mit der korrekten psychologischen Vorbereitung. Sie ist nicht zu unterschätzen. Jede Schmerzerwartung konzentriert die Aufmerksamkeit des ängstlichen Patienten auf das, was kommt. Seine nervalen Bahnen und Synapsen befinden sich in der höchsten Alarmbereitschaft. Nur die wenigsten Menschen sind in der Lage, sich selbst eine Spritze zu geben. Versuchen Sie es doch selbst, sich einige Zentimeter tief in Ihr Fleisch zu stechen. Viele schaffen es auch unter der Lebensgefahr nicht. Bei meiner medizinisch-militärischen Ausbildung an der Karls-Universität Prag wurde uns auch von den schlechten Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet. Einem schwer verletzten Soldaten droht ein lebensgefährlicher Schockzustand, den man sehr schnell behandeln muss. Bis die Sanitäter aber die Verwundeten finden, bis sie sie während den Kampfhandlungen unter eigener Lebensgefahr überhaupt erreichen, abtransportieren und mit Infusionen versorgen können, verstreicht viel Zeit. Die verletzten Soldaten müssten sich daher selber helfen können. Zu diesem Zwecke bekam jeder von ihnen als die erste Hilfemaßnahme noch vor dem Eintritt des Sanitäters ein Notfallpäckchen mit Verbandsmaterial und vor allem mit Morphium ausgehändigt. Das Morphium lindert selbst den schlimmsten Schmerz und kann somit den Eintritt des Schocks verzögern. Es zeigte sich jedoch, dass der Einblick der bloßen Injektionsnadel bei den verletzten Soldaten kontraproduktiv wurde. Die meisten schafften es nicht, sich das Schmerzstillen des Morphin selbst zu spritzen.
Sogar glied-amputierte Soldaten bekamen so viel Angst bei dem Anblick der Injektionsnadel, dass sie manchmal lieber durch die Verzögerung starben, als sich selbst zu injizieren. Erst als man für sie spezielle Injektionsapparate ohne sichtbare Nadel konstruierte, also Apparate, die man sich stumpf auf die Haut anlegen und erst dann die versteckte Injektionsnadel mit einem Federmechanismus unsichtbar auslösen sollte, erst dann hat die Selbsthilfe funktioniert. Also eine Beruhigung soll schon bei dem Erstkontakt mit dem Patienten zu einer absoluten Selbstverständlichkeit werden. Das beginnt mit einem sanften Ton der Stimme und einem ungezwungenen, möglichst thematisch ablenkenden Gespräch mit möglichst angenehmem Inhalt. Es darf keine verbale oder nonverbale Hektik dabei spürbar sein. Es ist hilfreich, die Haut des Patienten nur mit warmer Hand anzufassen und ihn dabei leicht zu streicheln, zuerst an seinem Handrücken und dann auch am Einstiegsort, den man forschend leicht warm und sanft berühren sollte, nicht nur um seine Beschaffenheit auszutesten, sondern auch um die lokalen Muskeln zu relaxieren. Die Beschaffenheit jedes empfohlenen Injektionsortes kann in Bezug auf seine Innervation, den Ernährungszustand, die Dicke des weichen Gewebes, die Blutversorgung, den Gerinnungsstatus nach blutverdünnenden Medikamenten sowie die Hautfragilität nach eventuell langfristiger Cortisonbehandlung in der Realität variieren. Es ist insbesondere auf eventuelle Zeichen einer selbst kleinsten Hautentzündung zu achten und nie in ihre Nähe zu spritzen. Das ist sicherlich nicht nötig zu besprechen. Die Desinfektion vor der Spritze ist zwar eine Pflicht, aber auch sie wird manchmal sträflich weggelassen. Sie hat zweierlei Bedeutung. Erstens ist die Desinfektion hygienisch und folglich auch haftungspflichtig wichtig. Im Internet gibt es Beispiele entzündlicher Reaktionen nach intramuskulären Injektionen mit Phlegmonen, Abszessen und Nekrosen. Nicht immer muss aber der Behandler schuld sein. Es gibt auch einige ölige, schlecht resorbierbare Präparate, insbesondere bei dem ADEC wurde dies beobachtet. Die öligen Substanzen können auch unter sterilen Bedingungen bei disponierten Patienten zu unverschuldeten entzündlichen Reaktionen führen und dann hilft vor der Anklage nur, wenn der Behandler auf die Desinfektion nicht verzichtete. Die obligatorische Desinfektionspflicht kann aber auch negativ sein, das erwähne ich nur am Rande. Die Laien fühlen sich nämlich oft außerstande, blutende Wunden mit nicht desinfizierten Händen zu berühren. Sie werden somit bei den Ersthilfemaßnahmen gehemmt. Es gibt jedoch Situationen, wo man auf jede Hygiene verzichten muss, um die wertvolle Zeit nicht zu verlieren. Man darf nicht zögern, den schmutzigsten Finger direkt tief in die blutende Wunde zu pressen, um eine arterielle Blutung zu stoppen, denn das hat die Priorität. Das ist aber ein anderer Fall, der mit der hier besprochenen Injektionstechnik nichts zu tun hat. Das Desinfizieren vor dem Spritzen hat psychologische und neurologische Bedeutung für die Schmerzfreiheit. Mit einem gewissen Druck reinigt man nicht nur gründlich, man bewirkt auch eine Art einer unbewussten Adaptation auf die Hautberührungen in dem Injektionsbereich. Sie können es leicht austesten. Wenn ein unvorbereiteter Patient mit dem Rücken zu Ihnen stehen und eine Injektion in seinen Po erwarten würde, würde er meistens sofort reflexartig zurückzucken, wenn Sie ihn nur mit einem Finger dort leicht berühren würden. Wenn Sie aber seine taktile Signalisation durch die leicht druckvolle Desinfektionsmassage vorher abstumpfen, so bleibt er gelassen und erlebt die Spritze entspannt und ohne jede Abwehrbewegung. Oft wird ein Fehler gemacht.
dass man auf die Temperatur des Medikaments nicht achtet, auch wenn es unmittelbar aus dem Kühlschrank entnommen wird. Auch bei Medikamenten unter der Raumtemperatur ist es sinnvoll, das Medikament bis auf die körperliche Wärme aufzupäppeln. Dazu braucht man keine Sekunde mehr als sonst. Es reicht, wenn man die bereits aufgezogene Spritze in einer Hand fest umschlingt, während man sich zu Patienten annähert und die Desinfektion ausübt. Und wie man nun schmerzfrei initiiert. Es kommt hier vor allem auf die Schnelligkeit des Einstichs. Es muss blitzschnell sein. Das gilt bei jeder Hautinvasion, also bei jeder anderen Spritze auch. Doch es ist furchtbar zu sehen, leider sehr oft, wie Krankenschwestern die Spitze der Injektionsnadel an die Haut anlegen und sie dann mehr oder weniger langsam in die Tiefe bohren. Das tut weh schon beim bloßen Zusehen. Das muss weh tun. Und es tut es auch. Ich weiß aber, warum so viele gerade das gerade so machen. Sie machen es so deswegen, weil sie es nicht anders machen können, wenn sie es mit ihrer angelernten Injektionstechnik vorsichtig machen wollen. Es liegt an der Art, wie sie die Spritze in der Hand halten. Meistens wird sie so gehalten, dass die Spitze der Injektionsnadel herausragt. Dies klingt und sieht zwar logisch, hat es aber einen Nachteil. So können Sie die Tiefe des Einstichs nur bei einer langsamen Bewegung kontrollieren, um nicht an einem Knochen zu landen. Für eine schmerzfreie Spritze muss aber die Injektion mit einem blitzschnellen Schwung gemacht werden, aber nicht zu tief. Wie gesagt, man darf dabei nicht erst an einem Knochen Halt machen. Denn die Verletzung der empfindlichen Knochenhaut ist sehr reich innerviert und bei der Verletzung schmerzt sehr. Dies kann bei mageren Personen leicht passieren. Wie man es also richtig macht? Ja, Sie können eventuell nichts weitermachen, nur warten und den Patienten so lange füttern, bis er irgendwann dick genug für Ihre schwungvolle Spritze sein wird. Naja, das ist natürlich nur ein Scherz. In der Schule haben Sie sicherlich gelernt, dass man eine künstliche Hautfalte insbesondere bei mageren Personen machen sollte. Darüber brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Bei der Injektionstechnik mit der Nadel vorne hilft auch die Hautfalte leider nur bedingt, weil die Menschen unterschiedliche Dicke ihrer Weichteilpolster haben. Für einen blitzschnellen Schwungseinstich brauchen Sie einen antrainierten Bewegungsstereotyp, bei dem man allerdings keine kontrollierte Abbremsung in der jeweils individuellen Tiefe machen kann. Es geht auch anders. Was macht ein Handwerker, wenn er ein Loch für den Dübel in die Wand mit der Bohrmaschine bohren möchte? Er benutzt eine am Gerät angebrachte Messlatte für die kontrollierte Abmessung der Bohrtiefe. Einmal eingestellt, stoppt sie das Durchdringen des Bohrers in der gewünschten Tiefe automatisch. Diese Idee kennen wir auch für unseren blitzschnellen Einstich mit automatischer Tiefenkontrolle nutzen. Als Messlatte dient uns diesmal der eigene Antitenner. Das ist die ulnare Kante der Hand, in der wir die Spritze halten. Die Haltung der Spritze ist also anders als in den meisten Lehrabbildungen. Nicht mit der Nadelspitze vorne, sondern mit dem Antitenner vorne oder wenigstens gleichzeitig. Wir halten die Spritze also eher wie ein Schreibinstrument, bei dem auch der Abstand vom Papier gut kontrolliert werden muss. Diese Bleistifthaltung hat den Vorteil der automatischen exakten Tiefenkontrolle bei einem blitzschnellen Handschwung. Es ist sehr einfach und wir bekommen es sehr schnell in den Griff. Wenn die Handkante
an die Haut, zuerst auf einem anderen Ort, ganz nahe der nachfolgenden Nadel, kräftig, schnell und nur stumpf anschlägt, hat dies noch eine weitere, diesmal neurologische Bedeutung für die Technik der schmerzfreien Injektion. Der Hautschlag der Bleistifthaltung produziert einen zusätzlichen, ablenkenden, sehr intensiven nervalen Hautimpuls, der die Signalübertragung an Synapsen im segmentalen Schmerzleitung blockiert oder bremst. Die Spitze der Nadel soll optimalerweise nur ein Bruchteil der Sekunde später als die warme Handkante die Haut blitzschnell durchdringen. Das ist keine große Kunst und das kann jeder lernen. Das können Sie an den Abbildungen gut verstehen. Man kann sich damit das Anklopfen der Einstichregion, was auch zur Schmerzlinderung empfohlen wird, ersparen oder es auch zusätzlich doch machen. Denn das hat die ähnliche neurologische Wirkung. Dass man als erstes nach dem Einstich zuerst immer aspirieren muss, um zu kontrollieren, ob die Nadel richtig sitzt und nicht etwa in der Vene landete, um anstatt einer harmlosen intramuskulären Injektion eine möglicherweise tödliche, embolierende intravenöse Spritze zu machen, brauche ich sicherlich auch nicht zu erwähnen. Doch auch jetzt kann die Injektion immer noch wehtun. Diesmal würde es nicht an dem Einstich, sondern an zwei weiteren Ursachen liegen. Die eine brauche ich sicherlich nicht zu erwähnen, aber ich tue es lieber trotzdem. Es dürfen sich bekanntlich keine Luftreste in der Spritze nach dem Aufziehen des Medikaments befinden. Im Unterschied zu dem schnell resorbierbaren Kohlendioxid, was ein Naturgas mit eigenen regulativen Mechanismen ist, werden die wichtigsten Bestandteile der Luft, also der Stickstoff und der Sauerstoff, aus dem Interstitium nur sehr langsam resorbiert und ihr Vorkommen kann schmerzen. Das Abrollen eines Tropfens aus der Nadel während der Vorbereitung dient dem Zweck der Entlüftung des Systems und das wird sicherlich gelernt. Die zweite Ursache des Schmerzens in der Phase nach dem Einstich wird oft unterschätzt. Es ist die Schnelligkeit des Injizierens abhängig von der Beschaffenheit des Gewebes, von der Menge und der Art der injizierenden Substanz. Es soll möglichst langsam erfolgen. Und schließlich gehört zu der Technik der schmerzfreien Injektion auch die korrekte Blutstillung danach. Eine sanfte Druckmassage hilft den Kapillaren, sich schneller zu schließen und hilft, das Medikament in die Muskelfaser nicht als ein druckendes Kugeldepot zu belassen, sondern flächig besser zu verteilen. Auch hier nutzen wir den psychoneurologischen Effekt. Nach dem invasiven Injektionsvorgang bleibt so nur eine schmerzfreie, sanfte Erinnerung im Gedächtnis für das nächste Mal gespeichert. Das war's also. Die schmerzfreie Injektionstechnik ist keine große Kunst. Man muss nur einige wenige banale Dinge beachten. Auch damit wird die Welt besser. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Ihr Dr. Robert Kovárik.